Okay, weiter geht's. Die Segel fällt mir, das ist klar. Auch die Klappersoldat, die geben mir Herzen. Dankeschön. Und wir öffnen das hier mal. Damit ist auch dieser Weg frei. Den Weg werden wir dann gleich freischalten müssen. Und komm. Übertreib die Lage Schatten durch. Denk nicht, du kannst mich jetzt irgendwie angreifen. Und damit ungeschoren vorbei. Okay. Dadurch kann ich jetzt noch nicht. Das kommt auch später, was da ist. Und so. Und weg. Und hier warten drei Klappersoldaten. Ich töte die aber der Vollständigkeit halber. Und so. Stirbst du? Danke. Und das müssen wir jetzt auch noch öffnen, damit ist der Weg hier frei. Die Kiste kann ich nicht töten. Wieso will ich Kisten töten? Scheiß GLS. Mann, seit ich da arbeite und mit Kisten zu tun habe. Nee, nicht mit Kisten, eher mit Kartons, glaube ich. Die von Kartons auf Kisten habe ich irgendwie eine Abneigung entwickelt. Alle Truhen gefunden. Und man muss durch dieses Loch hier. Und man landet hier. Okay, kommt nichts? Ich dachte, jetzt kommt was. Doch, jetzt. Ich wusste es doch. Und Roxas, es ist furchtbar still hier. Ist niemand zu Hause? Ach Mann, mein Bein schläft bald ein. Und das ist der Feldwebel. Das ist mein Ziel. Der sieht aus wie ein Klappersoldat nur. Nur in größerer Form. Irgendwie kann er nichts. Oder mir kommt es gerade. Ey, der kann echt nichts. Und. Nee. That was my mission. Schlüssel schwebt weg. Bisschen erledigt. Zeit zum Schluss zurückzukehren. Huch. Da hat wohl noch jemand Hunger. Was war das? Noch ein Herzloser? Oder etwas noch Schlimmeres? Ja, vielleicht. Also Zeigs Befehle lauteten nach Abschluss der Mission zum Schloss zurückzukehren. Ich mach mal lieber Schluss. Okay, wartet mal. Okay, weiter geht's. Ich hab mir kurz was angeguckt. War denn hier irgendwann Abzeichen hier versteckt? Ach, wusste ich's doch. Ich wusste es doch. Mein Gedächtnis trifft mich nicht. Und okay. Kann ich in den Räumen schon rein? Nein, oder? Da ist zu, da ist auch zu. Okay. Aber wenn ich kein Abzeichen bekomme. Alle Gegner erledigt und damit haben wir das Tor jetzt auch geöffnet. Scheint der einzige Weg nach draußen zu sein. Ich werde die Tür einfach mal entriegeln. Wir einfach so mal regeln. Und wir rollen ein bisschen. Wir chillen ein bisschen. Das war erledigt. Chill. Und Schatten durch, bist noch immer noch am Leben. Komm, ich schicke wieder eine Bruder nach Hause. So, jetzt ist er nicht mal einsam hier alleine. Und raus mit uns. Zurück zum Schloss? Ja. Yay, Uhrenturm. Axel kommt wohl auch nicht. Wo ist Axel? Ich hoffe, Shion ist okay. Ich hoffe auch, sie ist echt eine korrekte Person. Ach, die Sonne scheint, gut so.
Level up bekommen. Rucksack. Lässt dich 2 zusätzliche Items in deinen Rucksack tragen. Das ist für Blocken, okay. Tag 74. Das Trio. Trio. Wieder mal chillen. Und wer kommt jetzt mit dir zu reden? Axel. Aufgewacht, Schlafmütze. Entschuldige, ich war lange auf, konnte nicht schlafen. Ja, ist klar, lange auf gewesen. Ich habe Sykes wegen Shion gefragt. Und? I don't know. Sie ist vor einer Mission noch nicht zurückgekehrt. Aber weshalb? Konnte sie ihre Befehle nicht erfüllen? Keine Ahnung, aber das werden wir bald herausfinden. Wieso? Wir beide werden nach ihr suchen. Das ist unsere heutige Mission, meine ich. Ernsthaft? Nein, das habe ich mir alles ausgedacht. Du kannst dich wieder hinlegen. Ja, ich kenne ihn. Ja, ich mein's ernst. Jetzt mach dich schon fertig, okay? Ach, ich mag ihn einfach. Der ist einfach ein korrekter, korrekter Kerl. Ja, danke, dass du mir das erklärst mit Rucksack. Okay, was habe ich neu bekommen? Eine Stufe und was noch? Blocken. Damit ist Blocken noch heftiger geworden. Rucksack. Stufe und ja. Das war's und Berichte. Nach meiner Mission wollte ich mit den anderen beiden ein Eis essen, aber ich konnte Shion nicht finden. Ich habe sie mindestens 10 Tage nicht mehr gesehen, aber Axel sagte, er würde selbst fragen, was los sei. Wo wir gerade bei Axel sind, er war heute nicht beim Murunturm. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich immer Uhrenturm lese, denke ich jedes Mal, ich sage Hurensohn. Keine Ahnung warum. Bremen prägt mich einfach. Ich habe auch neulich erfahren, Bremen gehört zu den kriminellsten Städten auf Top 4. Es wird vermutet, dass Shion irgendwo in Twilighton steckt. Nimm das hier, nur für den Fall. Hi Aita. Hey. Ich lebe in einer gefährlichen Stadt. Shions Aufenthaltsort, soll ich die Karten für dich befragen? Ach, warum Bremen? Hast du schon mal geschmiedet, Mann? Versuch mal was aus 2 Potion-Tafeln zu basteln. Gib mir Bescheid, wenn du es getan hast. Okay, Digga, mach ich mal. Sei gegrüßt. Ja, ich werfe einen Blick auf deine Waren. Schmieden. Mega-Ether hat er jetzt dazu bekommen. So, jetzt bist du glücklich, oder Demix? Jetzt bist du glücklich, dass ich es gemacht habe, oder? Hast du geschaut? Ja. Hier, das kannst du haben. Combo-Tech. Damit kann man mehr Kombos dazu machen. Und komm erst zurück, wenn du rausgefunden hast, was mit Shion passiert ist. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich mach das schon. Suche Shion. Shion ist in Twilighton verschollen. Suche sie gemeinsam mit Axel. Nimm dich auch vor Gepflanzten und Schwungmetzlern in Acht. Finde Shion. Luftgrätsche. Oh, gut. Luftgrätsche. Die Luftgrätsche brauche ich. Die brauche ich. Eigentlich kriege ich die Luftgrätsche. Die ist sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut. Hilft mir aber manchen Truhen zu finden. Die ganzen Truhen jetzt zu suchen, werde ich sowieso später machen. Was glaubst du, wo sie ist? Ich weiß, wo sie ist. Also ihr Ziel war ein riesiger Herzloser. Der könnte überall sein. Hören wir uns mal in der Stadt um. Wenn ihr den Herzlosen finden, besteht eine gute Chance, dass wir auch Shion finden. Stimmt. Ich weiß. Ich weiß, was man hier machen muss. Ja, deswegen habe ich auch letztens Angst gehabt, dass da irgendwas ist in der Truhe. Der Beckenaffe. Der kann einen verwirren. Aber er kann nur verwirren. Okay, da ist nichts. Man muss eigentlich auf den Platz dahin gehen, aber zu dem Platz gehe ich später hin. So. Geh auf den Bahnhofsplatz mal.
und erledige alle Herzlosen, also Herzlosen, die Herzen bringen. Dankeschön. Die kleinen Viecher lasse ich einfach in Ruhe. Die kleinen Viecher müssen auch ein Leben haben. Okay. Ja, taucht einfach mal ein Herzloser auf, geht klar. Mondstein. Haben wir schon eine Schatztruhe gefunden. Hier rein, bitte. Und alles mal töten, was in meine Nähe kommt. Danke. Ach, komm. Ja, kämpf ruhig gegen die. Du hast meine Erlaubnis auf hier, Pyrosplitter. Wir gehen mal in die Mitte, weil da sind Leute, die miteinander reden. Sicher, dass du das richtig gehört hast? Ja, ganz sicher. Und wo hast du das nochmal gehört? Im Tunnel. Ich habe dort ein seltsames, tiefes Stöhnen gehört. Ah, oh, hast du gesehen, wo es herkam? Jemand hat da gestöhnt. Machst du Scherze? Ich hatte Angst. Ich bin so schnell wie möglich da raus. Ein tiefes Stöhnen. Könnte unser Herzloser sein. Oh. Oder Shion. Was, wenn sie verletzt ist? Könnte der Grund für ihre Abwesenheit sein? Oder sie hat gerade ein... Egal. Ich bin sicher, ihr geht es gut. Komm, sehen wir uns mal nach. Ich sag einfach mal dazu nichts. Einfach mal dazu nichts sagen. Weil sie gerade da gedacht habe. Wieso denke ich so? Wieso denke ich so pervers? In den Tunnel zu gehen, gehen wir gleich. Aber erstmal alle Herzlosen töten. Es bringt eigentlich auch was, wenn man jetzt alle tötet. Sonst hat man am Anfang, wenn man jetzt rumgehen. Man muss ja ein paar Mal rumgehen. Wir können auch in den Wald jetzt. Aber da müssen wir sowieso später hin. Okay, jetzt noch 10 Minuten habe ich Zeit. War nicht hier eine Truhe? Ein Herzloser auch wartet auf mich. Der mir einen Mondstein gibt. Danke. Und hier wartet eine riesen versteckte Blume. Leck mich, du verfickte Blume. Stirbst du? Danke. Niemand ist blind. Bin ich blind? Nein, ich bin nicht blind. Und das mit Truhe. Mit Gemütlichkeit. Mondstein. Okay, 3 habe ich. Da oben ist eine Truhe, da sehe ich schon. Okay, da ist nichts. Da hinten ist eine Truhe. Da ist keine Truhe. Aber es warten geht auch nicht. Und wo ist Axel? Keine Ahnung. Der gammelt wieder mal irgendwo rum. Kommt hier nicht eine Blume? Ich wusste es doch. Axel kämpft mal eine Runde. Ich hab keiner ihn an hier. Ich bin nicht blind. Er hat gerade Feuer gemacht. War es Axel? Enki macht da was Sinnvolles. Hallo, geh weg. Ja, chill mal eine Runde. Ja, komm, schlag deinen Kopf gegen den Boden, du dummer Kopf. Wenn es dir irgendwie hilft, deine Aggression abzubauen. Hallo?
stirb. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe zu viele Mondsteine. Ablegen. Oh. Ablegen. Pyrosplitter. Okay, da haben wir eigentlich alle Truhen jetzt hier. Oder? Sehen uns mal kurz um. Da ist der Tunnel, den wir jetzt benutzen werden. Und ein Herzloser, der uns den Weg versperrt. Ein zwei Herzlose eher gesagt. Dankeschön. Was? Wer hat mich angegriffen? Achso, das war die Attacke von diesem Zickzack-Zipfler, der noch angreifen wollte, eher gesagt. Da kommen wir zum Bahnhof, okay. Was hast du gesehen? Nein, Roxas, greif lieber den hier an. Der bringt dir einiges. Ablegen. So. Da hat jemand was hingekritzelt. Es ist da. Es ist hungrig. Nicht umdrehen. Haben sie mich gesehen oder wie? Ich habe echt zu viele von denen. Och, leck mich doch. Und was willst du, Betrachter? Die Schattenlusche kannst du selbst erledigen. Ich habe keinen Bock auf die. Hä, wieso habe ich bisher nur drei Schatztruhen gefunden? Ist es gerade ein Bug oder was ist los? Ich habe doch alle Schatztruhen gefunden. Bisher. Ich verstehe es jetzt nicht, aber egal. Ein Betrachter. Ah, gleich kommen die. Jetzt kommt gleich eine Quizfrage. Glaube ich jetzt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ether? Nee. Gleich kommt eine Quizfrage. Ich habe da bisher alle Schatztruhen gefunden. Was ist los? Ich verstehe es nicht. Ist es ein Bug? Naja, ich habe ja gesehen, was für Schatztruhen da sind. Keine Schion. Die stöhnt. Und auch kein Herzloser. Huch, was macht ihr hier unten? Pens, was geht? Er steht auch beim Gehen. Geile Treter. Habt ihr was verloren? Ja, das könnte man so sagen. Wir haben Gerüchte über ein seltsames Stöhnen gehört. Ist klar, ihr Perversen. Seltsames Stöhnen? Wie war ich es? Wo meint ihr vielleicht den Spalt da oben? Durch den Spalt da pfeift der Wind und erzeugt ein Echo. Hört sich wie ein Stöhnen, Mann. Stimmt. Was? Uff, das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt also etwas verloren? Niemanden, eine Freundin von uns. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, ihr findet sie bald. Danke. Und du, weshalb bist du hier unten? Bisschen gammeln? Hehehe, das ist ein Geheimnis. Hey, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Pens. Falls ihr was brauchen solltet, ich helfe immer gerne. Danke. Alles klar, bis später dann. Bis bald, Alter. Okay, jetzt müssen wir wieder zu Heiner und Olette. Ein Hin und Her. Das war doch mal eine Sackgasse. Ja, wir haben nur den Namen von den Typen rausgefunden. Zeit, wieder in die Stadt zurückzugehen. Aber ich verstehe nur nicht, warum jetzt... Sammle Informationen über den riesigen Herzlosen. Ich verstehe aber jetzt immer noch nicht, warum der jetzt nur zeigt, dass ich drei Schatztruhen gefunden habe. Obwohl ich hundertprozentig mehr habe. Ja, komm rein. Ach, Schattenlusche, ihr kennt mich mal. Und hier.
Wir müssen wieder zu Heiner und Annette, wie ich schon gesagt. Schattenleuchte kennt mich mal. Hier habe ich diesen ablegen. Hä? Jetzt auf einmal habe ich 4. Verstehe ich nicht, aber egal. Oled, was hat Pence vor? Er sagte, er wäre heute wieder bei einer seiner Erkundungen. Er schleicht in letzter Zeit nur noch in der Gegend herum, was er wohl vorhat. Wüsste ich auch gerne. Er ist ausgeflippt, als wir gestern an unseren Treffen waren. Er hat irgendwas versteckt. Warum sollte er dann das tun? Wo wohl ihr Treffpunkt ist? Ach. Wir müssen uns wohl ein wenig umsehen. Ich weiß, wo das ist. Keine Sorge. Aber wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.